Es ist immer das Gleiche. Nach den Sommerferien fangen viele Schüler wieder an zu stöhnen, dass sie früh aufstehen und zur Schule gehen müssen. In den Ferien konnten viele nach ihrem natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus leben. Der Alltag aber verlangt leider klare Zeiten. Kinder und Jugendliche haben unterschiedliche Schlafrhythmen. Deshalb ist es schwierig, den besten Zeitpunkt für eine Klassenarbeit festzulegen. Chronobiologen, das sind Forscher, die sich mit der Schlafbiologie auseinandersetzen, machen nun einen Vorschlag. Vor allem männliche Jugendliche belastet der Unterrichtsbeginn um 8 Uhr. Grundschulkinder kämen hingegen in der Regel sehr gut mit dem frühen Schulstart klar. Unser biologischer Zeitgeber, der unter anderem den Tag-Nacht-Rhythmus regelt, tickt nicht nur bei jedem Menschen anders, sondern kann sich auch im Laufe des Lebens verändern. Grob gesagt unterscheidet die Wissenschaft zwischen zwei verschiedenen Chronotypen. Es gibt die sogenannten Frühaufsteher, die gerne früh aufstehen und auch früh ins Bett gehen. Und es gibt die Nachteulen, die lange wach bleiben und dafür lieber spät aufstehen. Bei vielen Menschen ändert sich im Laufe des Erwachsenenwerdens der Chronotyp. Kleine Kinder sind fast immer Frühaufsteher. In der Pubertät allerdings werden dann viele zu Nachteulen. Daran ändern kann man leider nichts, keiner kann nämlich auf Dauer gegen seine biologische Uhr leben. Der traditionell frühe Schulbeginn kommt Frühaufstehern entgegen, ist für Nachteulen aber absolut kontraproduktiv. Wenn sie um 8 Uhr in der Schule sitzen müssen, bringen sie ein Schlafdefizit mit. Aber Schlaf ist wichtig für die kognitive Leistung und das Gedächtnis. Bei den Nachteulen unter den Schülern sei der Biorhythmus gegenüber dem Sozialrhythmus verschoben. Da besonders postpubertierende Jungs häufig zu den Nachteulen zählen, könnte das auch ein Grund sein, dass deren schulische Leistungen oft schlechter sind als der der Mädels. Chronobiologen fordern schon lange einen späteren Schulstart. Dennoch könnten die Schulen etwas tun, ohne an den Grundfesten zu rütteln. Lehrer könnten zum Beispiel Prüfungen nicht früh am Morgen schreiben lassen, sondern in einem Zeitfenster, wo beide Typen die gleiche Leistungsbereitschaft haben. Und das ist in etwa zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr vormittags. Also Leute, was seid ihr für ein Typ? Seid ihr Nachteulen oder doch lieber ein Frühaufsteher? Lasst es mich in den Kommentaren wissen.